So Leute, hier ist sie, unsere kleine Audioverstärkerschaltung, die ihr von mir schon mal gesehen habt. Ich habe sie noch mit moderneren Bauteilen aufgebaut, ne, was ich so rumliegen hatte. Also hier habe ich kein 741 drin, sondern 4558 ist ein Audio-IC, Audio-Operationsverstärker, aber verhält sich wie ein ganz normaler OP. BD244C, BD243C, die beiden Leistungstransistoren, ne, sehen wir hier. Hier sehen wir den Operationsverstärker. Hier die beiden Leistungstransistoren, ja. Und wenn man mal guckt, direkt zurückgekoppelt und das Ganze, wenn man mal nur auf die 270 Kilo und die 10 Kilo schaut, verhält sich diese ganze Schaltung wie ein invertierender Verstärker. Wir gehen am invertierenden Eingang hinein. Der ist zurückgekoppelt mit 270 Kiloohm und 10 Kiloohm. Also Verstärkungsfaktor minus 270 durch 10 Kilo sind 27. Also wird die Ausgangsspannung 27 mal größer sein als die Eingangsspannung. Und ja, aber wir hier können hier richtig Leistung fahren durch die beiden Endstufentransistoren. Also es hätten wir uns quasi wie einen neuen Operationsverstärker gebaut. Das habt ihr eh schon drin, habe ich euch mal erklärt. Und jetzt mit richtig großen Transistoren. Als Lautsprecherersatz zeige ich euch gerade mal, ne, sonst wird es ein bisschen laut, während ich messe, weil ich euch eigentlich zeigen möchte, wie man jetzt hier von so einer Endstufe oder prinzipiell von jeder Endstufe die Leistung ermitteln kann. Die Audioleistung habe ich mal einen Lastwiderstand genommen. Guckt man mal. Also habe ich mir mal selber gebaut, hält 400 Watt aus auf beiden Kanälen. Wenn man noch einen Lüfter dazu schaltet, jetzt ungekühlt an 4 und 8 Ohm, jeweils 50 Watt. Also hier kann ich einen 4-Ohm-Lautsprecher simulieren und hier einen 8-Ohm-Lautsprecher. Ja, brauchen wir schon ein wenig Eisen, riesen Kasten, wenn man so viel Leistung umsetzen möchte. Jetzt ist der natürlich kaum gefordert. Ne? Gut, also der Aufbau ist folgender. Ich gehe jetzt mal zum euch zeigen, gleich aufs Oszilloskop. Nur vorher, kurz, was ist gesteckt? Ich gehe hier vorne, das ist der rote, und hier unten ist Masse mit dem Frequenzgenerator rein. 1 Kilohertz Testsignal, ein Kanal vom Oszi. Zweite Kanal vom Oszi am Ausgang. Der Ausgang hier auf den sogenannten Lautsprecher, die Ersatzlast mit 4 Ohm. Und hier haben wir Versorgungsspannung. Also da hängt ein bisschen einiges dran, aber prinzipiell durch die Schaltung. Hier sehen wir den Eingangskondensator. Ne? Hier sehen wir den großen Ausgangskondensator und die verschiedenen Rückkoppelwiderstände. Ne? Der 100 Mikro hier wäre hier. Also die Schaltung einfach mal so schnell zusammengebaut mit dem, was ich da hatte. Und jetzt würde ich euch doch mal gern zeigen, wie man von einer Audio-Endstufe die Leistung bestimmt. Das war, glaube ich, auch in einer Übungsaufgabe drin, die ihr gesehen habt. Ne? Mal für Kopfhörer, jetzt hier mal für eine sehr niederohmige Last für 4 Ohm. Also würde normaler OP nie treiben, ohne die dicken Transistoren. Der OP hat schon, keine Ahnung, hier einen Ausgangswiderstand, so einer von vielleicht 100 Ohm, 50 Ohm, 150 Ohm. Da kommt ja nichts an hier hinten. Aber ihr wisst, mit einer Kollektorschaltung, die bringt quasi die Spannung, die wir hier haben, die muss schon groß sein, unverändert heraus, dreht sie nicht um. Wir werden zwar nachher eine Invertierung sehen, kommt aber durch die invertierende Schaltung des OPs. Aber wir können Strom liefern und fließen lassen, ne? Weil wir hier keine Widerstände, keine Arbeitswiderstände oder irgendwas drin haben. Also schauen wir uns mal an und dazu gehe ich jetzt mal aufs Oszilloskop. Ja, hier sehen wir das Oszilloskop. Ich habe die Schaltung in Betrieb, noch nicht sehr weit aufgedreht. Die blaue Kurve wäre das Eingangssignal vom Frequenzgenerator. Das ist ein sehr kleines Signal, jetzt im Moment nur um die 100 Millivolt. Wir sehen auch nur 500 Millivolt pro Division. Und die gelbe Kurve, das wäre das Ausgangssignal unserer Schaltung, schon an 4 Ohm. Ja, also dieses Signal liegt schon an 4 Ohm an, das ist sehr niederohmig. Und ja, hier haben wir 2 Volt pro Division. Also wir sehen ja schon eine Verstärkung so um die wahrscheinlich 25, 27-fach, kann man ausrechnen. Diese Kurve hier, die ist eigentlich noch sehr viel kleiner. Also ich zeige es ja immer gern, würde ich jetzt, sagen wir mal, die blaue Kurve auch auf 2 Volt pro Division hier sogar nur 1 Volt pro Division, sogar noch weiter runter, ne, sieht man diesen kleinen Sino schon gar nicht mehr. Aber ich stelle es immer gern so ein, dass man sieht, ah ja, da ist eine Verstärkung drin. Ne? Wird gleich größer werden, die Kurve, deswegen lasse ich es jetzt mal so. Wir sehen auch die Invertierung der invertierenden OP-Schaltung. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, drehe ich mal auf und dann überlegen wir uns mal, wie wir denn jetzt hier von dem Ausgangssignal, von dem gelben, eigentlich
die Leistung ausbekommen, ne? Die sogenannte Audiosinusleistung, ne? Oder RMS, also Power oder Audioleistung, RMS, liest man vielleicht manchmal, ne? Auf solchen Geräten. Ich drehe mal hoch, so dass ich ein schönes großes Signal bekomme. Also ich drehe jetzt am Frequenzgenerator hoch, jetzt sieht man schon was, ne? Wenn ich zu groß werde, klippen die, ne? Versorgungsspannung weiter aufmachen können wir nicht mehr hier. Wir sind zwar noch ein bisschen weg von der Versorgungsspannung, aber es gibt noch intern im OP und so Spannungsabfälle. Und die Kollektorschaltung bringt uns ja nichts mehr hinzu. Ne? Also hier geht der OP in die Sättigung, ne? Und nicht die Kollektorschaltung. Aber es mache ich es gerade mal so, dass wir noch einen schönen großen Sinus haben. Ja, so vielleicht. Genau, so um die 10 Volt Spitze. Und ja, jetzt können wir uns überlegen, wie rechnet man von einem Sinus eigentlich die Leistung aus, wenn man den Widerstand kennt. Na, dazu hat man mal den Effektivwert eingeführt, ne? Weil wenig Leistung, viel Leistung, keine Leistung, viel Leistung, wenig, wir brauchen den Effektivwert. Wie ging's? Spitzenwert durch Wurzel 2. Wenn wir Spitze haben, teilen wir es einmal durch 2, haben wir Spitze, nochmal durch Wurzel 2, haben wir den Effektivwert. Und wir sehen hier Voltage Spitze Spitze 10 Volt. Das machen wir jetzt mal ganz kurz hier mit meinem kultigen alten Taschenrechner. 10 Volt durch 2 sind 5 Volt Spitze. Nochmal durch Wurzel 2, 2 Wurzel geteilt. 3,53 Volt RMS an 4 Ohm. Schauen wir mal. 3,5, da steht schon. Habe ich gerade eben verheimlicht, 6, ne? Also je nachdem wie genau es aussieht, macht Voltage RMS. Ein Oszilloskop kann schon von einer beliebigen Kurvenform uns den RMS-Wert rausmessen und der RMS-Wert, der ist wichtig für die Leistung. Ja? Dieser RMS-Wert, der bestimmt die Leistung, der hat was mit Leistung zu tun, der Effektivwert, ne? Einer Wechselspannung. So, also, dann können wir ja mal hingehen. Wir wissen, wir haben 4 Ohm. Was machen wir? Diesen Wert quadrieren, ne? Also quasi mal oder hoch 2 nehmen, ne? Kann man es hier schön einfach machen. Man sieht es nicht, Bedienungskonzept von dem Rechner, man drückt Enter, macht mal. Das hier wäre jetzt im Endeffekt quadriert 3,56 im Quadrat. Und jetzt teilen wir durch die 4 Ohm. U Quadrat durch R ist Leistung. 3 Watt. 3,125 Watt haben wir. An 4 Ohm. Das ist schon recht ordentlich und sehr, sehr laut schon. Ich schließe euch das gleich mal an den Lautsprecher an. Eventuell müssen wir mal, um zu erfahren, wie laut eigentlich irgendwie 3,5 Watt, die nicht verzerrt sind, sondern echte Sinus 3,5 Watt sind, müsste man das fast mal mit in die Schule bringen. Man wird erstaunt sein. Man wird es unterschätzen. Also, könnte ich direkt einen MP3-Player anschließen, weil ich vorne dran ja eine einigermaßen Verstärkung habe von, sagen wir mal, 27 oder so, da wird mir das kleine Signal, was normalerweise auf die Ohrhörer geht, stark genug verstärkt, dass ich eine ordentliche Lautstärke hinbekomme und durch die Kollektortransistoren hinten, die Endstufe, kriegen wir auch richtig Strom. Also, so viel dazu und jetzt zeige ich euch mal die Schaltung in Aktion. Also merkt euch bitte, Sinus, dazu braucht man Effektivwert, der hat was mit Leistung zu tun. Ne? Was kann ich an Leistung umsetzen? Spitzenwert durch Wurzel 2. Bei einer sinusförmigen Spannung. Übrigens, wenn die nicht sinusförmig ist, ich versuche mal was anderes einzustellen, irgendwas Seltsames, ne? Machen wir mal hier vielleicht eine Rampe oder irgendwie was. Das Oszilloskop ist ein True RMS-Gerät, das rechnet mir immer den richtigen aus. Jetzt kann ich nicht mehr mit Wurzel 2 rechnen. Beim Dreieck noch mit Wurzel 3 vielleicht, aber wenn wir wilde Musik oder irgendwas haben, geht das nur noch über Integrieren, ne? Quadrieren und Integrieren, also quadrieren, Square, Mean, Mittelwert bilden, Wurzel ziehen und im Endeffekt dann halt für beliebige Signale, da braucht man, das macht doch kein Mensch mehr, ne? Da braucht man dann so etwas wie hier einen Computer drin, der das für uns tut. Okay. So, nun mal mit großer Lautsprecherbox und könnt ihr das jetzt glauben oder nicht, dieser MP3-Player, den ihr hier seht, der ist über die Verkabelung hier quasi auf den Eingang angeschlossen. Hier hinten geht jetzt die Leitung oder der Ausgang dieser Schaltung auf die große Lautsprecherbox, ne? Und der Unterschied jetzt zum, wo wir die Emitterschaltung angeguckt haben, da bin ich mit der Emitterschaltung ein Leistungsverstärker. Das ist jetzt alles in einem. Das kleine Signal, Kopfhörersignal des MP3-Players wird durch den OP
um den Faktor 27 verstärkt und dann nochmal hier quasi mit richtig Leistung oder Strom beaufschlagt. Ne? Und da können wir jetzt diese Box treiben, die glaube 8 Ohm hat oder so. Das ist prinzipiell egal. Der Effekt der Lautheit wird vielleicht jetzt über dieses Mikro- und Auto-Gain-Control nicht ganz so krass sein, aber ich versuche da mal normal dazu zu reden und das ist schon extremst laut. Also da würden euch die Nachbarn schon mit diesen paar Watt, sage ich mal, einen wegklingeln, wenn ihr das machen würdet. Und jetzt schauen wir mal. Ich mache mal meinen MP3-Player ein. Lass mal ein bisschen Musik ablaufen. Ihr hört schon ein bisschen Musik, die ist jetzt so nicht so ultra laut. Tina Turner, Nightwish City Limits. Wie kann ich lauter machen? Na, hier habe ich keinen Lautstärke-Einsteller. Ich muss den Eingangspegel erhöhen und da erhöhe ich einfach die Lautstärke des MP3-Players. Na, gucken wir mal. Jetzt habe ich natürlich Batterie leer. Wunderbar. So, Batterie nachgeladen. Ich hoffe, es hält noch so lange, bis ich das Filmchen fertig habe. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich habe euch hier eine Musik ablaufen lassen und hat euch erklärt, dass ich quasi hier nicht lauter machen kann. Der geht einfach hin, alles was er vorne reinbekommt, dieser Verstärker, und verstärkt es um den Faktor 27. Ne? Und das heißt, ich muss quasi die Lautstärkeregler des MP3-Players benutzen. Und das können wir uns jetzt nochmal anschauen. Ich versuche es nochmal laufen zu lassen und drehe dann die Lautstärke mal hoch und seht auch, dass lauter wird und dass es sehr laut wird. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber über die Kamera, weil der im Normalfall dann natürlich das irgendwie versucht anzupassen. Also lassen wir nochmal laufen hier, dann müsste jetzt hier gleich die Musik loslaufen. Genau. Eins möchte ich noch sagen, das ist keine Hi-Fi-Box, die ist für Gitarre optimiert, sehr mittenlastig, also das klingt normal noch besser. Ne? Die Box ist auf Gitarre optimiert und das ist keine Hi-Fi-Box. So, also nochmal laufen lassen. Und jetzt Lautstärke erhöhen, Volume. Jetzt kann ich sie hier hochdrehen. Jetzt warnt er mich, zu hohe Lautstärke, nicht gut. Okay, weiter hochdrehen. Also da kriegen wir schon sehr laut, ne? Ihr hört mich hier. Ich kann jetzt das mal auf den Ost hier angucken. Noch lauter. Ja, wenn man es in die richtige Richtung gedrückt hätte, ginge es noch lauter. Ja, kann man eigentlich auch vorspulen. Ja, anscheinend doch, dass wir da mal hier ein bisschen alle Instrumente haben. Ja, das immer noch lauter zu machen. Also, wenn man das mal wirklich live hört, das ist erstaunlich, wie laut das ist. Also, muss jetzt aufhören, es ist Abend, sonst kommen die Nachbarn. Ne? 3 Watt. Ja, okay. Hoffe, es war einigermaßen interessant und vielleicht kann man so ein Ding auch mal nachbauen, als kleines Projekt in der Lehrwerkstatt oder so, wenn diese ganze Geschichte hier wieder vorbei ist. Ne? Okay, bis dann.